Und zack, ist die Nacht schon wieder rum. Hier ist euer Gleiskit. Lieb, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Schön, dass ihr zuschaut. Und ja, wir haben nach wie vor in Portia wie immer viel zu tun. Und ach ja, ja, das machen wir jetzt mal. Ich will immer noch so eine Metallkiste bauen, damit ich mal sehen kann, wie da die Lagerplätze so sind. Ob das nicht eine bessere Alternative ist. Ja, ja, ich bin jetzt etwas verwirrt. Emily, was ist los? Sorry to bother you. My chicken stand Mao ran off again. I chased it all the way here. Hold on. Need to catch my breath. Es hat mir meinen Briefkasten umgeschmissen. How did it get out? I like taking the chicks out for a walk every Saturday, just in case they get sick of being stuck in the coop. Then this one just ran off at the first opportunity. San Mao gives me the most trouble, always trying to outrun me or outhide me. Okay. Ganz ruhig, ich helfe dir, lass die Zeit, ich habe aber was anderes zu tun, man sieht sich. Naja, also wirklich was zu tun, aber jetzt... Ja, wir haben immer was zu tun, aber... Ne, hallo, es ist Emily. Yeah? Really appreciate it. Whew, he's a surprisingly nimble chick. Ja. You'll need to sneak up from behind to catch him. Okay. Okay. Anschleichen. Dann probieren wir es doch mal so. Ah. Ah, Mist. Ha! Da ist es doch. Na? Hi! Wie hi? I heard about how you defeated the rat. It must have been terrifying. I'm glad you're okay. Ja, mir geht's super und ich habe hier ein gelbes Ding in der Hand. Okay. See you. Tschüss. Komm jetzt. Was mach ich jetzt? E ablegen. Kann ich es aber... E ablegen. So, jetzt. Ah, okay. Wow, you are really good at this. Ja. You managed it in such a short time ja. as well. Das ist ja... Ja... No. The rest of the chickens scattered around the road after I ran after San Mao. Could you help me capture them as well, please? Ja, klar. Na, logisch. Oh Gott. Hopp, komm. So, rein damit. Ja, ich habe hier gerade keine Zeit für ein Kampfkunstturnier. Ich muss hier... Emily, was ist denn eigentlich mit dir? Ich meine, du machst zwar eine gute Figur, aber du könntest ja wenigstens mal, ne, so. War das jetzt alle? So. Thank you so much. I couldn't have gotten through today without your help. Here are some freshly laid eggs. Please have them. It's the least I can do. I'll see you later. Come on, you rascals. Let's go home. Hm. Okay, super, wie haben wir Eier gekriegt? Hm. Rendezvous wäre auch, aber okay. So, nachsehen. Kleiner Quälgeist, du wirst vielleicht feststellen, dass deine Arbeit an diesem Morgen ohne deinen geschätzten Briefkasten etwas schwerer ist. Ohne deine Glieder... Ohne was? Ohne deine Glieder wird sie noch schwerer werden. Hör auf, durch die Stadt zu laufen und Dinge zu erledigen, als wärst du eine Art Geschenk an Portia. Verschwinde. Oh! Ohohoho! Ja, was soll ich sagen? Wir haben unseren ersten Drohbrief. I should probably report this to the Civil Corps. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, ja. Reparieren. Zwei Holz benötigt, um den Briefkasten zu reparieren. Ja. So. Vom Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte komm pünktlich um 19 Uhr. Ja, klar.
Hey Handwerker, ich habe Neuigkeiten für dich. Nun, da deine Werkstatt einen C-Rang erreicht hat, bist du auch qualifiziert, die Überprüfung von uns vorzunehmen. Wenn du Zeit hast, komm am Wochenende vorbei und hilf uns, Antoine. Am Wochenende? Wie am Wochenende? Spiel! Ich will auch mal einen freien Tag haben, am Wochenende und so, ey. Ziviltruppler ist jetzt gerade keiner in der Nähe. Es ist doch. So, jetzt haben wir schon mal die. Jetzt haben wir schon mal die Bronzeplatten, okay. Und wir nehmen jetzt mal die auch. Und dann brauchen wir. Was habe ich wieder gesagt? Also daran müsst ihr euch gewöhnen. Okay, Metallkiste. Wir brauchen eine erstmal. Okay. Dann machen wir die mal fertig. Gestärktes Glas einmal. Okay, passt, passt, passt. Bestätigen. Gut. Läuft durch. Perfekt. 46 Minuten. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal einen von der Ziviltruppe. Berichten mal den Vorfall mit dem Drohbrief. Also das mag ich ja an dem Spiel schon. Ja, ich meine, du hast zwar echt ein bisschen Stress und du musst irgendwie rumgogern, aber trotzdem kommt andauernd irgendwie was, womit du nicht rechnest. Irgendeine Story, irgendein kleines Schnipselchen. Und das ist schon cool. Das mag ich. Ja, also es ist nicht so dieses monotone Craften und Farmen und Bauen, sondern ja, wo sind die alle? Ach ja, wir haben ja hier Kampfkunst, tralala. Bestimmt da unten, jawohl. Zumindest mal hingucken können wir ja mal. Wow. Okay. Da drüben sehe ich schon einen von den Leitfaden für Kampfkunstturniere. Am ersten Tag des Kampfkunstturniers findet die Vorauswahlrunde statt. Vorauswahlrunde statt. Warte mal, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. So, vier Sieger steigen in die nächste Runde auf. Am zweiten Tag finden Halbfinale und Finale statt. In der Vorauswahlrunde und dem Halbfinale steigt man auf, wenn man 2 von 3 Kämpfen gewinnt. Im Finale sind es 3 von 5. Wenn die Zeit im Match abläuft, scheiden Spieler mit 0 oder weniger Gesundheit aus. Teilnehmer müssen in den Ring steigen, um nicht disqualifiziert zu werden. Vor jedem Match kannst du auf den Sieger tippen. Tippst du richtig, werden dir deine Belohnungen nach jedem Match zugeschickt. Teilnahmebelohnungen werden nach deinem letzten Match zugeschickt. Hinweise, bitte überprüfe während des Turniers die Match-Info. Vor dem Match kannst du raten, wer gewinnt. Okay. Tippe auf den Sieger, indem du auf ein Porträt klickst und kannst. Du kannst auch dich selbst wählen. Der siegende Bürger. Wenn eine Runde entschieden wurde, kannst du auf den Sieger der nächsten Runde tippen. Hinweis: Jedes Match erfordert mindestens 15 Ausdauer. Okay. Okay. Wir brauchen jetzt aber. Oh, McDonald. Oh, hey there, Builder. I was just about to ask you something. Button? You see, being an entrepreneur, I was running a service to rent out my animals for riding. But a month before you came, a storm blew through here and damaged my stable. So is a. Higgins won't touch a job like that since it's too small for his ego. I was hoping you could give me a hand. Oh, you found the milk jug. It looks kind of dirty, but that's okay. Thanks, buddy. No, bitte, bitte. Great! It's the stable in the corner over there. Just patch it up whenever you can. Na klar, machen wir doch. So, wen haben wir da? Da war. Ich bräuchte jetzt aber Gas. Gas? Gas, Gas? Gas? Wo ist denn der Langhaarige? Na, kämpfen tut er nicht. Sonst ist jetzt gerade keiner da, oder? Von der Ziviltruppe. Warte mal. Doch, da hinten. Hallo. Hallo. I'm sorry we weren't there to support you when you needed it the most. Ja, mein Gott, kann passieren.
Hey, kid. Gotta watch your back today. I won't be out there coming to your rescue. Okay. Gut. Bye. Tschüss. Dachte, wir kriegen jetzt aber... Naja, okay. Wo ist denn Gas? Der muss doch irgendwo rumlungern. Kann doch nicht sein, dass der im Büro ist und arbeitet. Hier, hallo. What happened? You look troubled. Ja, bin ich auch. Someone smashed my mailbox. They left this note. Threats and the destruction of property. This is a serious crime. Do you know anyone who might dislike you enough to do something like this? Wollen wir jetzt Higgins beschuldigen? Ich meine, er ist ein Arsch, ne? Aber ich habe ja keine Beweise. Nee, mal lieber nicht. You don't know. It's okay to speak up if you suspect someone. It'll give us some pointers, but we'll investigate it thoroughly from there. Ja, aber das bringt... Thank you for coming forward. We'll start looking into this immediately. Okay. Gut, das haben wir. Stall reparieren, er braucht Hartholzdielen 5 Stück und Eisenbarren 3 Stück, okay. Das kriegen wir doch locker hin. Aber stellt sich mir immer noch die Frage, wo ist Gas? Am Bock oder was? Sieht nicht so aus. Ach du, guck hin. Oh. Hallo Ginger. Gas? My lamp. Ja? So dirty it is. Don't want it anymore. Oh, Fatzke. Also, fällt mir doch jetzt gar nichts mehr ein, oder? Gut, dann machen wir uns mal querfeld ein Richtung zu Hause. Schauen, wie weit es mit der Metallkiste ist. Und dann werde ich mich mal um McDonalds Stall kümmern. Glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja? Oh, Schlangenbeeren kann man nie genug haben. Kann man eigentlich aus den Schlangenbeeren auch irgendwas Tolles bauen, machen? Mal gucken. Kürbissamen, okay. Cool. Ja, das mit der Landwirtschaft, also sprich mit dem Anbau, das müssen wir uns jetzt mal in einer ruhigen Stunde irgendwann mal anschauen. Aber okay. So. Einmal hüp. Bist du durch? Du bist durch. Aufsammeln. Gut. Dann müssten wir die doch jetzt eigentlich bauen können. Lass mal gucken. Metallkiste. Okay. Haben wir Hammer. Eine. Super. Das ist schon mal toll. Okay. Wo ist sie? Da ist sie. Oh, die würde 170 Gold bringen. Eine, okay. Eine Kiste aus Metall, sie bietet Platz für zahlreiche Gegenstände. Okay. Würde ich sagen, packen wir mal das dahin und das dahin. So. Die platziere ich dann mal hier hin. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Schauen wir mal erstmal in die... Die normale hat 4 Lines, okay. Und du? Ui. 30 Plätze. Ui, ui, ui. 10 Plätze satt mehr. 30 Plätze hat die. Das ist ja mal cool. Ha. Ja, feinerle. Das gefällt mir. So, Hartholzdielen. 5 Stück. Fertigen. 5. Bestätigen. Okay. Boah, mir 25 Hartholz. Deprimierend. So, Eisenbarren brauchen wir 3 Stück. Eisenbarren fertigen. 3 Stück. Läuft. Gut, dann hätten wir das auch.
Mit dem Zeug werden wir dann aller Wahrscheinlichkeit rüber müssen zum Reparieren. Das ist cool. Wie ist denn das eigentlich mit den Datendisk? Wie viel haben wir da eigentlich mittlerweile? Da haben wir jetzt so 10 Stück. Okay. Sonst noch irgendwo welche? Nö. Nö. Also 10 Disk haben wir. Die könnten wir eigentlich mal wieder zur Forschungsstation bringen. Aber die sind ja jetzt alle bei dem Kampfkunstturnier, ne? Okay, was ich jetzt mal machen werde, ist hier schon mal anfangen, in die große Kiste. Nee, das fange ich jetzt mal nicht an. Wir gehen ja jetzt gerade in keine Ruine, also kann ich es erstmal hier drin lassen. Außer, das kann hier noch mit rüber. Das finde ich gut. Die legen wir damit mal rein. Dann habe ich doch garantiert irgendwo noch welche. Okay. Ach, gut. Gut. Da. So. Packen wir das mal da mit rein. Ja. Also dieses Sortieren mache ich dann mal in zwischen den Folgen. Weil da möchte ich euch echt nicht mit langweilen. So, sammeln wir nochmal das umliegende Zeug auf, damit es weg ist. Wie spät haben wir? 16 Uhr, 17 Uhr. Okay. Weil das bedeutet, dass wir um 19 Uhr dann schon wieder die Versammlung haben. Was können wir eigentlich möbeltechnisch gerade so herstellen? Wie schaut's denn aus? Wir können ein Wandlicht machen, einen Teetisch, Holzbrett, zwei Holzbretter. Okay, was ist mit dem dunklen Kaffeetisch? Der schaut doch ganz nett aus, oder? Kupferrohr. Brauchen wir noch ein Kupferrohr? Die Maschine gerade frei, ja, ne? Kupferklinge, Kupferrohr. Nicht genug Materialien, wir brauchen Kupferbarren. Da können wir ja mal so ein paar Stück durchlaufen lassen in der Zeit. Kupferbarren, wie viel können wir dann da machen? 10 Stück. Dann würde ich sagen, komm. Ja, was wir haben, haben wir. Ne, hier. Kupferbarren fertigen. 5 Stück bestätigen, da müssen wir auftanken. Bestätigen. Muss ich dich auch auftanken? Kann ich jetzt nicht gucken. Oder doch? Natürlich kann ich gucken. Auftanken, bestätigen. Gut. Hier läuft alles. Wunderbar. Die laufen auch durch. Das können wir noch nicht machen. Perfekt. So, was haben wir noch? Was können wir noch machen, um unser Heim mal ein bisschen schöner zu machen? Der gefällt mir nicht so. Kleiner Stuhl. Da haben wir 38 Stück. Wir könnten also rein theoretisch mal so 3 Stühle bauen, oder? Wenn wir die Holzbretter fertig haben. Okay. Wir können uns einen Topf machen. Ist auch schön. Steintisch ist nicht so mein Ding. Hartholzsofa. Okay, bräuchten wir Baumwolle. Fotorahmen, Wassereimer, hölzerne Spieluhr, einfacher Schreibtisch. Wir brauchen langsam einen Schreibtisch, ne? Weil bei so viel, das ist ja momentan echt nicht auszuhalten. Okay, das können wir machen. Trockengestell braucht es gerade irgendwie nicht so. Eine Holzkommode wäre auch schön. Alles machbar. Bücherregal, sehr schön. Das kriegen wir auch hin. Kräuterzaun? Was ist denn ein Kräuterzaun? Einwohner, die Kräuter anbauen, nutzen sie zu deren Schutz. Okay. Ach ja, wir haben ja noch die Trainingspuppe. Da können wir mal gucken, ob wir nicht irgendwie Seil herstellen können. Wir haben aber nur die einfache Schneidemaschine, ne?
Ach, es ist immer so. Ach, guck mal. Ist das nicht schön? Ja. Mensch. Das läuft eh alles noch hier. Ohne Ende. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir mal zu der Versammlung. Spiel, warum leckst du so? Hallo? Geht's wieder? Bin ich der Erste? So. Ja. Ich bin der Erste. Können wir da noch ein bisschen rumschauen irgendwie? Ob da irgendwie noch eine Kiste in irgendeiner Position ist, die wir erreichen? Vielleicht hinterm Café? Spawnen die wieder? Nein. So, Kampfkunstturnier ist zu Ende. Der erste Tag, auch schön. Ja, um sowas kümmern wir uns dann mal. So. Good evening, everyone. Hallo? I'm pleased to announce that we found the culprits for the stolen items. It appears to be a band of bandy rats hanging around town. Fortunately, they've been dealt with by the new builder and the Civil Corps. So I'd say this current ordeal is at an end. We have some of the items recovered in my office. Come and see if your item is among them. Ja, eigentlich habe ja ich mehr oder weniger allein und ja, wir sind bescheiden. Since the last fireside meeting, I've obtained enough capital to commission the construction of 5 DD vehicles to form the Porsche transportation system. We're in the process of visiting the builders in our town to get them signed up on this project. When this system is complete, Porsche will enter a new stage of rapid expansion and become a beacon of development in the free cities. Okay. I hope that everyone looks forward to it. Ich sehe viel Arbeit auf mich zukommen. Hi Alice. Ja. Dreimal dürft ihr raten, wer mindestens ein Töff-Töff bauen darf. Genau. Wir. Wer auch sonst. Das ist nicht gut. Nicht gut. Aber okay. It is wie dies. Ne? So, wie schaut's hier aus? 4 Stunden, 1 Stunde und die da drüben brauchen sowieso ewig. Und momentan können wir auch nichts anderes machen. Wollte mal gucken, wie ist denn das mit Seil? Da brauchen wir Baumwolle. Von Landwirtschaft, Bekleidungsgeschäft, okay. Okay. Ja, fast schon eine Überlegung, ob das nicht so das erste Ding ist, was wir irgendwie so anbauen, ne? Wir können aber auch hergehen und können sagen, wir vergrößern das Land. Aber wir haben zu wenig. Das bringt jetzt im Moment mal noch gar nichts. Das bringt im Moment noch überhaupt nichts. Na? Das hilft uns nicht weiter. Gut. Soweit ist alles am Laufen und soweit ist auch alles gut. Na? Mit unserer kleinen, bescheidenen Werkstatt. Wir haben einen Drohbrief erhalten. Ja, auch nicht schön. Aber kannst du im Prinzip ja auch nichts machen. So, da wir jetzt wirklich nichts machen können und ich schaue auf die Uhr und wir hätten jetzt aber noch irgendwie so um die, keine Ahnung, 7 Minuten oder was, bevor ich euch jetzt hier langweile, würde ich sagen, beenden wir diese Folge hier. Wie immer war es schön, dass ihr da gewesen seid. Es macht wirklich riesen Spaß, es zusammen mit euch zu spielen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich sage ganz einfach mal hier, tschüss.